Hallo Mädels und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Ich drehe das gerade ab mit dem Handy, weil meine Kamera leider nicht möchte. Und ich zeige euch einmal die Shein-Produkte, weil ich hatte das gestern in meiner Story geteilt und habe halt gesehen, dass es viele von euch interessiert hat, was sonst noch für Produkte mit in dem Paket waren. Und aus diesem Grund werde ich euch das einmal zeigen. Ich glaube, ich werde jetzt die ganze Zeit so ein bisschen in diese Richtung gucken. Aus dem Grund, weil ich jetzt gucken werde, wo ich was platzieren kann. Und ja, ich zeige euch einmal die Produkte, bevor ich jetzt lang drum herum rede. Ich hoffe, der Sound ist ganz gut. Ich zeige euch einmal das Highlight der Bestellung, finde ich. Ne? Also es gibt Leute, die nicht auf sowas abfahren. Ich finde das richtig cool. Deswegen zeige ich euch das einmal. Und zwar ist das hier diese Hose. Ne? Die ist halt so ein bisschen, die sitzt sehr, sehr locker und die hat so einen leichten Schlag. Die sieht aus wie eine Mom-Jeans, aber eher so im Schlaghosen-Style. Deswegen finde ich das mega cool. Also auch bei kleinen Leuten sieht das gut aus, finde ich. Ich bin 1,60 und ich finde, geht vollkommen klar. Vielleicht nochmal so als Randinfo für die Leute, die sehen, okay, die sind ungefähr genauso wie ich gebaut. Ich habe Größe S oder XS bei den ganzen Produkten, die ich euch vorstellen werde. Das, damit ihr Bescheid wisst und falls ihr irgendwie was nachkaufen möchtet, könnt ihr dann entweder S oder XS wählen. Ich glaube, so viel Unterschied ist zwischen den Größen sowieso nicht. So. Hier habe ich zum Beispiel, das ist jetzt in XS. Das ist einfach so eine Hose, die hat hier so vorne so einen Schlitz. Die werde ich aber zurückschicken, weil das hat mir nicht gefallen. Irgendwie sah die nicht so gut aus. Die sah bei mir so aus wie so ein Pyjama, deswegen dachte ich mir, okay, die geht weg. Ansonsten habe ich halt sehr viele Crop-Tops bestellt und die fand ich wirklich mega, mega süß. Ich verschwinde hier einfach zwischendurch. So, ich habe hier nämlich alles hier unten platziert und da muss ich das einmal von unten noch wieder rauskramen. Das ist einmal dieses Crop Top. Ich finde das richtig süß. Die Farbe vor allem gefällt mir richtig gut, dieser Fliederton. Und hier ist das wie so ein Knoten, finde ich richtig cool. Mit so einer High-Waist finde ich das mega. Als nächstes habe ich hier dieses Oberteil, das ist halt ähnlich aufgebaut, halt so ein bisschen normaler, sag ich mal. Ne? Also das hat jetzt irgendwie nicht nur noch so ein Knoten-Detail. Finde ich auch mega, mega schön. Und was ich gut finde, ich finde die beiden sind jetzt nicht so durchsichtig. Also, weil es eigentlich helle Farben sind und bei hellen Farben ist es halt oft so, dass es sehr durchsichtig ist, hatte ich jetzt bei den beiden nicht. Ich muss aber auch sagen, ich hatte darunter immer was Hautfarbenes an. Kann natürlich sein, dass es daran liegt. Ich glaube, bei Schwarz würde man das vielleicht trotzdem sehen. So. Dann noch zwei Crop Tops. Das sieht immer so lustig aus, wenn ich einmal kurz abtauche. Hier, das ist das hier. Finde ich voll schön. Ich glaube, Perlen sind eigentlich nicht mehr in. Ich glaube, das ist eher letztes Jahr in war, aber ich finde es trotzdem schön, deswegen ziehe ich auch Sachen an, auch wenn es nicht mehr in ist. Wenn ich es schön finde, ziehe ich das trotzdem an. Und das hier habe ich auch noch. Hier ist noch so ein Spitzendetail. Sieht mega süß aus. Und von den Farben her habe ich immer eigentlich alles so durcheinander gewählt. Also ich habe mich jetzt nicht auf eine bestimmte Farbe spezialisiert. Es gibt ja so Leute, die zum Beispiel nur beige, blau tragen. Also ich trage wirklich jede Farbe. Ich liebe jede Farbe. Ich mag eher hellere Farben, muss ich sagen. Aber ich trage auch dunkle Farben. So. Hier habe ich eine Hose. Finde ich richtig cool, weil die mal sowas anderes ist. Also sowas in der Art habe ich jetzt nicht oft gesehen. Vom Stoff her finde ich die jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Aber die ist halt sehr luftig. Und hier hat die so einen riesen Schlitz. Hier macht man das einmal zu. Also man knotet das so zu. Und also so für den Sommer
auch mit so einem Crop-Top finde ich das richtig cool. Jetzt zeige ich euch mal noch so ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht schön fand, damit das nicht so aussieht, als wenn ich von allem schwärme, ne? Weil Influencer haben ja eh sowieso so einen Ruf, ne? Dass die irgendwie alles hoch und heilig loben, obwohl es nicht so ist. Stimmt aber nicht, denn ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich fand, dass mehr Sachen eine schlechte Qualität hatten als gute. Als eine gute Qualität, so. Ich guck mal. Ja. Eins der Sachen, die richtig schlecht waren. Das ist einmal das hier. Ich finde, in der Kamera sieht es noch nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Aber die fühlt sich einfach an wie eine Plastiktüte. Ganz ehrlich. Also, nein, also es sieht wirklich hier in der Kamera nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, vielleicht merkt man das aber hier auch schon so, dass es wirklich sehr, sehr auch dünn verarbeitet wurde. Also hier hätte ich Angst, dass die Hose irgendwie reißt und man dann alles sieht. Deswegen hat mir das überhaupt nicht zugesprochen. Die geht auf jeden Fall wieder zurück. Ich glaube, ich rede mal zu schnell. Ja, sag mir bitte, wenn ich zu schnell rede. Dann habe ich hier noch so ein... Das ist kein Oberteil, das ist eine Hose, glaube ich. Ja, das ist eine Hose. Und ich finde hier bei dem Oberteil... Wieso sage ich denn nicht Oberteil? Bei der Hose hört man das, dass sich das einfach wie eine Tüte anhört, oder? Also ich finde, guck mal, die sieht sogar ganz cool aus so in der Kamera, finde ich. Aber diese Hose ist einfach nur Müll. Ich glaube, wenn man die trägt, ne, dann herzlichen Glückwunsch, ne, dann schwitzt man den ganzen Tag sich zu Tode. Deswegen geht die auf jeden Fall auch zurück. Ich muss sagen, Shein hatte echt coole Jeanshosen. Ach ja, nochmal kurz vorab. Alle Produkte sind sind unter 20 Euro. Also die sind wirklich mega, mega günstig gewesen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass wirklich jedes Produkt war in so einer Tüte. Und ich habe wirklich so viele Tüten weggeschmissen, wie noch nie. Das finde ich ein bisschen doof. Also wenn Shein das sieht, dann bitte arbeitet daran. Also nicht solche Tüten bei allem. Finde ich total unnötig. Also ich kriege auch manchmal nur Sachen in so einer, oder alles zusammen in einer Tüte verpackt. Obwohl viele Online-Shops machen das so. Aber diese Tüte, ich glaube, das ist nicht so schön, wenn wirklich so viel Verpackung noch übrig bleibt. Hier, das ist diese Hose. Die Hose fand ich auch sehr cool, aber ich fand, die sah halt ähnlich aus wie die erste Hose. Deswegen geht die hier zurück, weil ich die erste irgendwie cooler fand. Aber die fand ich jetzt auch nicht schlecht. Wo habe ich die Verpackung davon? Ich darf hier nichts vertauschen, ne? Weil das schicke ich jetzt zurück. Oh, jetzt habe ich die Verpackung verloren. Egal. Egal. Grüße gehen raus an den Lach. Ich zeige euch mal das nächste Produkt, bevor das hier noch cringiger wird. So. Boah, hier war ich mega enttäuscht. Die Farbe erstmal richtig cool. Ich liebe diese Farbe. Es sah auf dem Foto richtig krass aus. Also mega, mega schön. Und dann kam das hier. Also, es sieht wieder nicht so schlecht aus in der Kamera, aber die ist wirklich sehr schlecht verarbeitet, ne? Die sieht richtig billig aus. Also, ich meine, es war auch billig, aber es soll ja nicht billig aussehen, wenn es billig ist, ne? Deswegen geht das leider zurück. Also, ja, da muss Shein an manchen Produkten arbeiten. Also, wie gesagt, manche Sachen einfach mega und dann gibt es einfach mal so Sachen, die einfach mega schlecht sind. So. Hier ist das Oberteil. Das ist mir schon fast peinlich. Wirklich, weil ich weiß nicht, was in mich geraten ist, als ich dieses Oberteil bestellt habe. Weil es einfach so aussieht wie vor 10 Jahren. Also, ich möchte jetzt keine Omas beleidigen, aber es sieht einfach so omahaft aus. Ich weiß nicht, ey, das ist mir schon voll peinlich, als ich das überhaupt bestellt habe. Aber es ist
bestimmt aus Versehen in meinen Warenkorb reingerutscht. Also da kann ich gar nicht, das habe ich bestimmt nicht geholt. Es ist einfach reingerutscht. Was habe ich hier noch? Okay, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Das heißt, es war nichts Besonderes. Boah, Leute. Dieser Stoff. Schrecklich. Also wirklich schrecklich. Es sah auf dem Foto halt normal aus, ne? Aber so. Also ich habe mir gedacht, so irgendwie so in eine Hose rein. Sieht bestimmt richtig cool aus, aber nein, das war wirklich. Also. Nee. Der Stoff ist ganz schlecht. Was habe ich hier noch? Ist das das, was ich gezeigt habe? Nee, das ist was anderes. Hier. Das fand ich so süß. Aber leider ist es durchsichtig. Also es ist schon krass durchsichtig. Ich habe viele weiße Oberteile. Aber es geht, wenn ich irgendwie was Hautfarbenes runter anziehe, dann finde ich, sieht man das nicht so krass. Aber das ist wirklich, da sieht man alles durch. Deswegen geht das leider auch zurück. Ich glaube, ich werde das Video jetzt erstmal beenden, weil ich noch total viele Sachen hier rumliegen habe. Und falls ihr den zweiten Teil sehen möchtet, ich werde das jetzt in zwei Videos am besten unterteilen, weil es uns einfach, glaube ich, den Rahmen sprengen wird. Dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, dass ich weiß, dass ich den zweiten Teil abdrehen kann. Und ich werde euch die ganzen Links, Produktlinks noch unten einblenden. Oh mein Gott, nein, ich muss euch noch zwei Sachen muss ich euch noch zeigen. Einmal das, was ich anhabe, das ist auch von Shein. Ich zeige euch das mal einmal. Finde ich mega schön. Also man kann es hier Bauch beitragen. So. Also ich mag es, wenn dann so minimal, wenn man ein bisschen Bauch sieht. Oder man kann es auch einfach zumachen für die Leute, die keinen Bauch frei mögen. Und ich finde das so süß. Also das gefällt mir auch sehr gut. Muss aber auch sagen, die Qualität ist jetzt auch nicht die beste. Also erhofft euch davon nicht irgendwie, dass ihr einen super tollen Stoff habt. Es sieht schön aus. Gerade so für Videos, für Shootings und so ist das richtig cool. Aber ich würde jetzt nicht den ganzen Tag damit rumlaufen, weil es halt auch so ein Stoff ist, was einen sehr schnell schwitzen lässt. Und eine Sache hole ich noch eben kurz. Diese Jacke ist eins mit der Highlights. Eine Highlight-Jacke habe ich noch. Die habe ich aber, die zeige ich euch im nächsten Video. Hier habe ich noch diese Jacke und die sieht so cool aus. Ich habe euch auf Insta auch schon ein Video dazu gezeigt, aber richtig genug davon. Habe ich für 17 Euro und mega Qualität. Also ich glaube, das ist das beste Teil mit der anderen Jacke zusammen. Die andere Jacke zeige ich euch aber dann später, weil es dann einfach den Arm springt. Okay, mit dem Kleid passt das jetzt natürlich gar nicht zusammen, aber die ist richtig cool. Aber die Jacke ist so schön, ich will sie nicht ausziehen. Okay. Das war es dann auch erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Daumen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den zweiten Teil möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder einfach Daumen nach oben machen. Ich würde mich generell freuen, wenn ich so ein paar Kommentare sehe, weil dann weiß ich so, dass das Video geguckt wird. Ja. Dann. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!